Jetzt geht's weiter mit dem nächsten Opening. Hier hätten wir es. Starpack Wanes. Einmal komplettes Display. 50 Booster pro Display, 3 Karten pro Booster und eine Starfall-Karte in jedem Booster-Pack. Aber vorher würde ich sagen, Moment, habe ich die... Jo. Die Kartenliste können wir uns einmal angucken. Die Kartenliste einmal an. Es sind insgesamt 50 Karten im Set. Wir haben 50 Booster. Also theoretisch ist es durchaus möglich, dass ich das Set mit einem Display voll bekomme. Aber machen wir uns jetzt vor. Wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich. Von den Seltenheitsgraden her, ich weiß gar nicht. Hier hätten wir mal eine Shatterfoil, den Dekodiersprecher. Das wäre natürlich geil, wenn die da drin ist. Sonst, da scheint das alles, alles kommen könnte es gar nicht sein. Deswegen wundere ich mich gerade, warum hier keine Wares etc. verzeichnet sind, weil das ist ja auch schon ein bisschen älter, das Display. Ich überlege gerade, Starpack Wanes ist aus 2018. Genau, 2018, da ist es. Na gut, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, hier Dekodiersprecher wäre natürlich geil, wenn der da drin ist. Gut, da ist das Display wieder. Wie gesagt, schauen wir mal. 50 Booster Packs pro Display, 3 Karten pro Booster. Hallo Game Gasmo, servus. Schauen wir mal rein. Wie gesagt, 50 Karten sind im Set drin. Gucken wir mal. Wäre ja schon geil mit einem Display, wenn das Set vollständig ist. Ich glaube da ehrlich gesagt, ich glaube nicht dran, aber wer weiß, wer weiß. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich habe ja noch die Speed Duel Displays habe ich noch bei mir. Insgesamt 6 Stück. Die werde ich auch in sehr naher Zukunft öffnen. Gibt es ja auch 4 Sets. Und ein Set habe ich vollständig, die anderen 3 kriege ich hoffentlich mit den Displays vollständig. Schauen wir mal. Ganz theoretisch auch jetzt schon fragen. Ne? Muss dir nur bewusst sein, alles was du schreibst, landet im Stream und auch als VOD auf YouTube. So. Ja. Sind auf jeden Fall ein paar. Also ich denke mal, VODs wären 2. Bei 50 Booster Packs kann ein bisschen dauern. Gucken wir mal. So, was haben wir denn hier Schönes? Link Bumper. 3 Schläge Barriere. Und Dual S. Alter, was ist das? Eine Alter, das ist die voll. Geil. Dual Assemble Gebühr. Okay, auf jeden Fall nicht schlecht. Schauen wir mal, morgen Abend 18 Uhr. Spontan ja. Ich kann jetzt gerade nicht in meinen Kalender gucken, aber ich meine, da ist nichts. Von daher ja. Also zumindest zu 80%. Die restlichen 20% kann ich dir spätestens heute Abend oder morgen Vormittag nochmal über Discord eventuell schreiben. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass das klappt. Wo habe ich denn meine Sleeves? Da sind sie. So. Kriegen wir mal die Foil-Cards. Die können wir ja einmal ein Kondom drüber stülpen. Ne? So, gucken wir mal, was hätten wir denn hier? Guki Riscorpio. Ah, okay. Auch nicht das schlechteste Artwork. Der Hack oder Heckwurm. Und Altergeist Tano. Ja, gut. Packen wir mal hier ein paar. Komm her, du Sleeve. Okay.
Okay. Dann hätten wir als nächstes Cybers Funkfeuer. Sieht auf jeden Fall geil aus. Guki, der große Oger. Den kenne ich auf jeden Fall schon aus dem Anime aus Wains. Wie Wains? Ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Der große Guki, der große Oger. Irgendwie dritte, vierte Folge oder sowas. Ich kenne den Namen noch nicht, aber der Gegner hat den auf jeden Fall gespielt. Und Entführwübern. Als Foilkarte. Oder? Ist doch voll, ne? Ja. Na, den Seltenheitsgrad, den erkennst du an der Karte. Zum einen, wenn die Schrift, sag ich mal, holo ist, dann ist es eine Rare. Wenn die Schrift so wie jetzt schwarz ist und das Bild holo ist oder einen Effekt hat, ist es eine Super Rare. Wenn beides einen Effekt hat, ist es eine Ultra Rare. Ja, und wenn so hier mit Sternen, Funkel und Tralala auf der ganzen Karte ist, gut, sieht man jetzt nicht so geil wegen der Sleeve, aber hier zum Beispiel, ne, das sind Foil-Cards. Ne, dann gibt es noch mit Prismatic Rare und Secret Rare und hast du nicht gesehen. Also Secret Rare, dann ist das Holo-Bild nochmal mit Effekten versehen. Aber die dürften hier in dem Set eigentlich nicht drin sein. Was haben wir denn hier? Guki Suprex. Suprex? Suprex, ja. Kondensator-Piercher und die Pulsminen. Ne, aber selten ist halt immer, ja, also bei Yu-Gi-Oh! Jetzt nicht unbedingt. Ja, also die älteren Karten, ja, die, also das Original Starterdeck von Yugi jetzt zum Beispiel, also ich wüsste nicht, dass es das noch irgendwo gibt. Ne, wahrscheinlich auch für einen einigermaßen hohen Preis auf eBay, weil das ist halt kein Vergleich zum Beispiel mit Pokémon-Karten. Ne, also, na gut, die gehen ja seit ein paar Monaten eh durch die Decke. Alter Geist Urbanshee mit einem eigentlich auch ganz coolen Artwork. Zwillings-Dreieck-Drache. Wenn die Artworks nicht so dunkel wären. Und Twixter Lilienglocke. Das ist doch mal ein schönes Artwork. Ja, und tierisch gespannt bin ich ja sowieso. Nächstes Jahr, Januar, kommen endlich die Digimon Trading Cards nach Europa. Die sind bisher ja nur in Asien vertreten. Gateway Drache. Stapel Wiederbeleber und Linkgurt Wanddrache. Ja, okay. Wird jetzt nicht mein Lieblingsartwork, behaupte ich mal, aber gibt Schlimmeres. Und jetzt bei Yu-Gi-Oh! Also gut, das Sammeln habe ich ja jetzt erst wieder angefangen. Also hauptsächlich will ich halt die Speed-Duel-Sets alle voll kriegen. Link-Bumper, muss ich gleich mal gucken. Den hatte ich, glaube ich, schon, wenn ich mich nicht irre. Alter Geist Tarnung und Drakonnetz. So. Was hätten wir hier? Der Wackelclown. Oh, okay. Schöne Karte. Dual Assemble Gewürm. Und Twixter Lichtbühne. Alter, ich merke schon, die Twixter Karten, die könnten mir, glaube ich, allesamt gefallen, wenn die Artworks so bleiben. So, da hätten wir Entführwüvern. Knackdrache. Willingsdreieckdrache. Okay, den hatten wir auch schon, allerdings nicht in Foil. Von daher, na gut. Immerhin noch keine doppelte Foil-Karte, wenn ich mich jetzt nicht ganz schwer irre. Ich bin ja immer noch auf den Dekodiersprecher. Alter Geist Protokoll. Guki Donneroger und Bergungsagentfahrer.
Also so ein Display, also das Display hier, das geht eigentlich noch. Das ist, glaube ich, preislich momentan so für 20 bis 25 Euro zu haben. Ne, die neueren Displays, die kosten alle so zwischen 40 und 60 Euro. Ne, aber wieder, also auch das ist kein Vergleich zu Pokémon. Da kostet ein neues Display, jetzt ich überlege gerade, das neueste ist, lass mich nicht lügen, Farbenschock, wenn ich mich nicht irre. Da kostet ein Display mit, da sind drin 36 Booster, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz schwer irre. Und in jedem Booster 9 Karten. Das kostet so Pi mal Daumen 150, 160 Euro. Ist auch mit der Grund, warum ich ehrlich gesagt keine Pokémon-Karten sammle. Weil mir das zu teuer ist. Also da sehe ich irgendwo den Preis nicht ein, ehrlich gesagt. So, was hätten wir denn hier jetzt? Defekter Compiler. Bergungsagentfahrer. Und nochmal Alter Geist Tarnung. Shit, die hatten wir, glaube ich, auch schon als Foil, ne? Oder? Ja, hatten wir schon. Na toll, die erste doppelte Foil. Dankeschön. Und jetzt Ende des Jahres ist sowieso durch Corona etc. hat sich das alles ein bisschen verzögert. Ne, jetzt sind zum Beispiel das Set Phantom Rage ist. Wann ist das rausgekommen? Ich glaube Mitte November, Pi mal Daumen. Ne, da ist das Set Phantom Rage rausgekommen. Jetzt Anfang Dezember ist Genshin Impact noch ein neues Set von Yu-Gi-Oh! Rausgekommen. Und im. Ich überlege gerade, Januar oder Februar kommt schon das nächste Set raus. Naja, also. Das ist halt. Also momentan. Weiß ich nicht. Muss ich mal gucken, ob ich mir die Sets hole. Na. Honeybot. Na, das ist auch mal schönes Artwork. Altergeist-Protokoll. Schon wieder. Und der Heckwurm in Foil. Wie gesagt, ich habe jetzt auch nur bei ein paar, oder was heißt bei ein paar, bei vielen Displays zugeschlagen. Vor allem halt, was Speed-Duell angeht. So, was hätten wir hier? Backlinker. Wir hätten Draconetz und Drachonoid-Generator. Ah, okay. Ah, auch nicht. Man erkennt zwar nicht so viel, aber auch nicht das schlechteste Artwork. Na, das stimmt wohl. Pokémon, ja gut, ist zum einen ein bisschen größer. Na, also da hat Yu-Gi-Oh! Ja nie wirklich aufgeholt, sag ich mal, was TCG und überhaupt angeht. Aber seit, ich weiß gar nicht, seit ein paar Monaten geht Pokémon halt durch die Decke wie nichts Zweites. Also wenn du irgendwo zu Hause noch hier so ein altes Display, so das allererste Display rumliegen hast vom Pokémon, Halleluja. Ne, kannst du kriegst du locker für einen sechsstelligen Betrag verkauft. So, was hätten wir denn jetzt als nächstes? Na komm, geh auf. Wir hätten Zwillingsdreieckdrache. Haben wir schon. Alter Geist, Sequitär. Ja, okay, sieht gut aus. Und der Stapelwiederbeleber. Ich hätte jetzt fast gesagt, ein Toaster, aber na gut, nicht ganz. Ja, da musste andere Leute fragen. Ich auf jeden Fall nicht, aber zum Beispiel Logan Paul oder sowas, der hat da auch irgendwann mit angefangen. Ne, und seitdem geht's dann nochmal, ist das dann nochmal richtig durch die Decke gegangen. Was haben wir hier? Bitron. Die hatte ich auch. Die war im Starterdeck. Oder doch Starterdeck Codebreaker, glaube ich. Twixtar. Oh, nächste Twixtar. Lycoris. Geil. Und Altergeist Urbanshee. Als Foil. Also, die waren vorher ja schon nicht ganz billig. Selbst da hast du schon für ein Base-Set. Boah. Wie viel hast du da? Oh, Cyberboy. Servus und danke für den Raid. Ich überleg gerade, für ein Base-Set spricht das allererste. Hallo, it's Panda. Panda. Da, also auf jeden Fall einen mittleren fünfstelligen Betrag schon hingelegt. Aber wie gesagt, seit mal 3-4 Monaten, Pi mal Daumen, sind die halt exorbitant teuer geworden.
Also, wie gesagt, wenn einer von euch noch ein Base-Set-Pokémon zu Hause hat, original, eingepackt, Chapeau, könnt ihr euch ein Haus verkaufen. Also Englisch. Deutsch nicht unbedingt. So, was hätten wir denn hier? Twixtar Lichtbühne. Ah, schade, die habe ich schon. Drachonoid-Generator hatten wir gerade als Foil und, na gut, Bitron, eine Kammern als Foil. Warum auch nicht? So, oh, Cyberboy, bei mir ist soweit alles okay. Ne? Mir geht's gut. Endlich Wochenende, ein paar Packs aufmachen und anschließend na, in Dark Souls ein bisschen da sterben, upragen. Mal gucken, was wird. So, was hätten wir denn hier jetzt als nächstes? Wir hätten Drakonnetz, schon wieder. Der Heckwurm. Goki Donneroger als Foil. Ja, warum nicht? Ja, wie gesagt, ich warte ja immer noch auf den Dekodiersprecher. Panda, kommt drauf an. Die Box hier, Starpack Wains, ist relativ günstig. Die kostet so 20, 25 Euro. Pi mal Daumen. Also zumindest, als ich mir die gekauft habe und auch als ich zuletzt mal nachgeguckt hatte. Weil ich überlegt habe, mir noch eine zu kaufen. Ne, die neueren Sets, Yu-Gi-Oh! Da gut, bist du halt bei 40 bis 60 Euro, bist du dabei. Ne, ich hoffe ja ganz stark auf Digimon nächstes Jahr, Januar. Da kommen sie nach Europa. Ne, die Karten, mal gucken, können wir uns ja eventuell auch zwischendurch oder am Ende nochmal angucken. Ne, die Karten, finde ich, haben richtig geile Artworks. Aber gut, da bist du halt auch bei einem Display, bist du bei, ich überlege gerade, 80 oder 90 Euro. So, erstmal danke. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Cyberboy hat, glaube ich, ein Follow dagelassen. Genau. Und Itzbender hat auch gefollowt. Dankeschön erstmal. So, dann gucken wir erstmal, was haben wir hier noch? Altergeist Urbanshee. Linkgurt Wanddrache hatten wir auch schon. Goki Drehkobra in Foil. Na, okay. Schönes Artwork. Aber, na wie gesagt, also aus dem Set glaube ich definitiv die Twixtar-Karten. Die gefallen mir bis jetzt am besten. PS4. Ah, okay, ja, auf der PS4 habe ich das auch mal angefangen. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es dann wieder abgebrochen, weil ich die Stories nachgespielt habe und mir ging die, nennen wir es mal, Synchronisation bzw. Übersetzung so dermaßen auf die Eier. Hey, das ging gar nicht. Dieser komische Roboter, der da gequatscht hat und was und wie der das gequatscht hat. Alter Vater. Da, also vielleicht mache ich es irgendwann nochmal, aber, also nochmal an, aber alter Vater, das ging gar nicht. So. Was? Oh, Twixtar Candida. Geil. Auch wie gesagt, die Artworks finde ich voll geil. Twixtar Lilienglocke. Ja, leck mich. Geil. Und Honeybot als Foil. Jo, alles klar, Game Gasmus. Dankeschön. Ist, ja, wie gesagt, wahrscheinlich bis morgen Abend. Also ich gehe ganz stark davon aus, ne, dass ich 18 Uhr dabei bin. Ja, ich schreibe ja sonst heute Abend oder spätestens morgen Vormittag nochmal auf Discord. Na und sonst Cyberboy, gut, die Animes, die habe ich auch, also bis auf den neuesten jetzt, Wains, habe ich die alle geguckt. Alle geguckt, so. Ne? Also gut, angefangen halt beim Original, dann gut, GX fand ich ehrlich gesagt nicht so geil, dann 5Ds ging, Sechsel fand ich richtig, richtig gut. Ist ehrlich gesagt auch mein also nach dem Original-Anime mein zweitliebster. Alles klar, Cyberboy. Danke, dass du da warst. Und nochmal danke für deinen Follow auf jeden Fall. So, was hätten wir denn hier? Altergeist, Kuntige. Ah, schönes Artwork. Goki, der große Ogre. Haben wir auch schon ein paar Mal gehabt. Und Twixtar, Narkisse als Foil. Yes, Baby. So, da muss ich mich auf jeden Fall nochmal schlau machen, welche Twixtar-Karten es alle gibt. Die werde ich mir, glaube ich, im Zweifel separat nochmal kaufen. Kannst du, glaube ich, machen, ja. Müsste, ist freigeschaltet? Ich glaube, ja. Kann ich ja gleich mal gucken auf Twitch. Blub. Kann ich ja dann mal kicken. So, was hätten wir denn hier? Altergeist Tarnung. Link Neustart.
und der Kondensator-Pirscher. Ah, Junge, die Packs werden gar nicht weniger, ey. Man ist ja irgendwo auch ganz gut. So, als nächstes hätten wir Dunkler Engel. Ja, gut, ist auch ein dunkles Artwork. Ne, darum gefällt es mir nicht so gut. Aber der Stil an sich finde ich nicht. Den Stil an sich finde ich nicht schlecht, aber da ist halt ein dunkles Artwork. Hm. Der Knackdrache und Altergeist Urbanshee als Foil. So, Freunde der Sonne, wo bleibt der Dekodiersprecher? Was da auch für einen Müll bei anfällt, ne? Unglaublich. Guki Revanche-Kampf. Wir haben drei Schlägebarriere und Dual Assemble-Gewürm. Und wie gesagt, ansonsten an alle, die gerade im Chat dabei sind, erstmal danke fürs Zuschauen und also spätestens nächsten Freitag gibt es das nächste Unboxing. Wie gesagt, ich habe noch von den Speed Duel Sets insgesamt 6 Displays hier rumfliegen, plus noch etliche Starter Decks. Unter anderem, ne, wo ich mich eigentlich auch tierisch drüber freue, Jenne hier, mal gucken, sieht man so, oder kann ich ja hier reinhalten. Ne, Starter Deck Kaiba und Yugi Reloaded. Konnte ich zum Glück auch relativ günstig schießen. So, gucken wir mal. Was haben wir hier jetzt? Wir haben noch einen Bitron. Twixtar Lycoris. Die hatte ich, glaube ich, schon, aber egal. Und Pulsmin. Die hatte ich auf jeden Fall auch schon gezogen. Ich weiß nur gerade nicht, ob es als Foil war. So, weiter im Text. Wir haben Feuergefängnis. Ist auch mal. Moment. Ah, nicht das schlechteste Artwork. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Machen wir hier mal ein bisschen weg. Dann haben wir Snifferdrache und Drakonnetz. Komm, geh auf. So, dann als nächstes nochmal der dunkle Engel. Guki Suprex und Luftknackender Sturm. Boah. Schön. Ah, doch. Man soll sich ja nicht über Vollkarten beschweren, ne? Man soll froh sein, dass man da hat. Linkschlechter. Oh, auch ein geiles Artwork. Cyburst Zauberer. Oh, geil. Die gefällt mir auch. Und Drachonoid Generator. Die haben wir auch leider schon und auch schon als Foil. Ärgerlich. Wie haben wir hier noch? Och, da sind noch ein paar. Da sind noch ein paar. Ah, da ist schon wieder ein luftknackender Sturm. Eine Verdrache. Und ein Dotscaper. Oh, gut. Auch nicht mein Lieblingsartwork, aber. Ich kann schon mal ein paar neue Sleeves rausholen hier. Na komm, jetzt gib mir mal den Dekodiersprecher. Ah, schon wieder luftknackender Sturm. Jetzt also dreimal hintereinander. Drachonoid-Generator. Twixtar Candida. Den.
Nochmal Candida. Auch nicht schlecht, aber als Kamen. Dotscaper und Guki Revanche Kam. Komm schon. Oh, nächster Booster. Nächster Versuch. Da haben wir Link Bumper. Haben wir schon als Kamen. Alter Geist Protokoll. Quickstar Lycoris. Haben wir auf jeden Fall auch schon gezogen. Ich weiß jetzt nicht, ob es als Foil auch war oder nur in Anführungszeichen als Kamen. Ah, da haben wir ihn wieder. Guki Drehkobra. Ist mit der Sprache los hier. Defekter Compiler und Link Neustart. Bitron, Knackdrache und Alter Geist Kodige. Die Karte überlege ich gerade. Habe ich, glaube ich, nur als Kamen bisher. Ja, es nähert sich dem Ende. Und kein Dekodiersprecher. Haben wir wieder Honeybot, Feuergefängnis und der Wackel. Oh, Wackelclown als Foil. Schön. Hatte ich bisher ja auch nur als Kamen gezogen. Dann haben wir als nächstes Linkschlechter. Oh, na, auf den Haufen da. Nicht umfallen. Sicherungssekretärin, auch eine geile Karte. Die war auch in einem der Starterdecks, ich glaube Codebreaker. Und Alter Geist Marionetta. Oh, die hatte ich noch gar nicht und dann gleich als Foil. Warum auch nicht? Ah, 10 Packs noch, Pi mal Daumen. Soll ich mal kurz zählen? Wir haben Alter Geist Silquitaire, Alter Geist Kuntige und Quickstar Lilienglocke als Foil. So. Zack. Dann Linkwood Wanddrache mal wieder. Alter Geist Marionetta, auch als Kamen jetzt. Und Twixter Lycoris. Oh, ich sehe schon, ich muss mir ganz dringend neue Ordner kaufen. Da ist mal wieder der Entführwüvern. Wäre es Deutsch. Dotscaper. Oh. Ah, Link Bumper, aber immerhin als Foil. So, Dekodiersprecher, was ist jetzt? Hat er sich noch in den Netzen versteckt? Schauen wir mal. Link Schlechter, Drakonnetz, Guki Donneroga. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich den schon als Foil hatte. Wie viel sind da noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 noch. Oh. Junge, Junge. Schwupp. Cybers Funkfeuer. Link Bumper. Schon wieder, alter Vater. Und Bergungsagent Fahrer. Ja, okay, das Artwork ist auch auf jeden Fall geil, finde ich. Gibt deutlich schlechtere. Dann hätten wir persönliches Spoofing. Oh, die ist auf jeden Fall neu, die habe ich noch nicht. Alter Geist Tarnung.
Dunkler Engel. Als Foil habe ich die noch nicht. Nur zweimal als Coming. Wenn ich richtig aufgepasst habe. Gut, wir nähern uns dem Ende. Was haben wir hier? Bergungsagent Fahrer als Kamen. Wackelclown. Und da ist er, Dekodiersprecher als Foil. Yes, Baby. Aber ich glaube, die gibt es in dem Set noch als... was war das? Ich glaube, noch eine andere Seltenheitsstufe. So, da haben wir Twixter Narkisse. Wie gesagt, die Artworks finde ich richtig gut. Dann Stapel Wiederbeleber und Snifferdrache als Foil. Aber immerhin, Dekodiersprecher ist schon mal dabei. So, wir haben Alter Geist Silquitaire, Snifferdrache und Cyburst Zauberer als Foil. Verdammt. Hat einer im Chat aufgepasst? Habe ich die als Foil oder als Kamen gezogen? Ich glaube als Kamen. Ich merke mir doch sowas nicht. Na, den meisten Spaß macht dann eh hinterher eh nochmal. Oder nein, den meisten Spaß? Nee. Eigentlich macht es am meisten Spaß, die Booster aufzumachen. Und danach kommt das Sortieren. Da haben wir Pulsmin, Twixter Lichtbühne und defekter Compiler. So, jetzt sind noch 1, 2, 3, 4, 5. So, nochmal ein paar Sleeves rauspacken hier. Na komm. So, Twixter, Narkisse, okay. Bergungsagentfahrer und Link Neustart als Foil. Okay, da haben wir Gookie with Scorpio. Die habe ich, glaube ich, auch noch nicht gezogen heute. Hallo, Autofokus. Wackelclown habe ich. Gookie Revanche-Kampf. Als Foil habe ich die, glaube ich, auch schon. Ups, ne? Okay, Alter Geist Kuntigel. Link Neustart, Dotscaper als Foil und damit leider auch als Foil doppelt. Ah. Vorletztes Pack. Da hätten wir Gookie Revanche-Kampf, Cybers Funkfeuer. Und nochmal Bitron als Foilkarte. So, jetzt geht's los. Das letzte Pack. Da muss jetzt nochmal was Dickes drin sein. Komm schon. Blub. Oh, Sicherungssekretärin. Fängt schon mal gut an, weil... Wie gesagt, geiles Artwork. Gateway-Drache. Habe ich, glaube ich, heute noch nicht gezogen. Kann ich mich jetzt aber auch irren. Und wir haben eine Falle. Drei Schlägebarriere als Foil. Und die habe ich, glaube ich, heute auch weder als Kamen noch als Foil gezogen. Gut. Ja, das hier sind sie, die Vollkarten von heute.
Ne, wie gesagt, hier Dekodiersprecher. Sehr geil. Sind leider Gottes auch ein paar Doppelte bei. Dann können wir nochmal Revanche-Kampf, Link-Neustart, Cyber-Zauberer. Ist auch eine sehr schöne Karte. Drache, Dekodiersprecher, Dunkler Engel, Huki, Donner-Oger, linke Bumper. Und na gut, vor allem die Twixter-Karten, ne? Wie gesagt, die finde ich halt, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt jetzt hier im Stream, ne? Also von den Artworks her richtig super. Altergeist, Marionetta, Wackelclown, Altergeist, Kontige. Da, Lycoris. Leider als voll doppelt. Mal gucken, die kann ich mir ja mal separat packen. Lycoris, Lilienglocke. Was haben wir hier noch? Lycoris hatte ich schon. Pulse Me, Noir Assemble. Narcisse war da noch nicht bei, ne? Nope. Honeybot, Bitron. Ah, hier kommt die Zauberkarte, kann auch mit bei. Twixter, Lilienglocke war da mit bei. Okay. Achso, und hier bei denen. Moment, hier war auch kein Twixter bei, oder? Cyber Zauberer, nope. Okay, dann sind das hier meine Twixter Vollkarten. Ah, mal wieder. Also da werde ich auf jeden Fall mal gucken, wie viele es davon gibt. Und im Zweifelsfall hole ich mir die separat, glaube ich. Ne, oder eventuell auch nochmal ein Display, weil wie gesagt, die sind. Also zumindest als ich das letzte Mal geguckt habe, Starpack Wains war das nicht so teuer, das Display. Das ging noch. Gut, das war's mit dem Unboxing für heute. Ja, ich hoffe, natürlich wie immer, euch hat es gefallen. Na, ihr kennt ja das Spielchen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Follow da lassen würdet. Und vor allen Dingen auch beim nächsten Mal entweder im Livestream oder eventuell auf meinem YouTube-Kanal mal vorbeiguckt oder auf einem meiner Kanäle. Ich plane ja zum 1.1. eine Aufteilung in einen TCG-Kanal, einen Games-Kanal und einen Technik-Kanal, ne, damit ich da in meinen jetzigen Kanal ein bisschen Ordnung reinkriege, weil das halt alles Kraut und Rüben ist. Und ansonsten, ich möchte es ja eigentlich auch gerne machen, das Konzept kennt ihr ja vielleicht, Booster verkaufen, die dann im Livestream öffnen und euch per Post zuschicken. Falls es wen interessiert, auf meinem YouTube-Kanal gibt es dazu ein Video. Würde mich auf jeden Fall tierisch freuen, wenn ihr da Bock drauf hättet. Ne, weil erstens könnte ich mir dann logischerweise ja, zumindest ein bisschen was dazu verdienen. Also ich habe das schon mal kalkuliert. Die Booster werden ein bisschen teurer als im Laden, dafür kann ich dran vorbei, weil ich halt auch versenden muss und allem Zip und Zap. Aber dadurch kann ich halt zum einen sowas hier öfter machen, ne, sowohl für euch als Zuschauer, als auch für mich privat, für meine Sammlung und eventuell auch mal Geld in meine Technik hier stecken. Ne, ob ich irgendwie Affiliate habe ich angeboten bekommen von Twitch, ob ich das mache, mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Wie gesagt, das war's mit dem heutigen Unboxing. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Follow, ein Abo da, lasst unter dem Video einen Kommentar da, würde mich extrem freuen. Und ansonsten geht es im Livestream jetzt gleich weiter mit Dark Souls. Chapeau, freue ich mich auch schon wieder drauf.